Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Live-Gefecht hier in Rouge mit dem Simon. Hallo. Und dem Nico. Hallo. Schon mal eine kleine Runde Handschlag an der Elbe. Wir haben einen Gegner mit extrem vielen Spielstunden und einen Gegner mit kaum Spielstunden. Das gleicht sich hoffentlich irgendwo aus. Und dann noch einen normalen Gegner. Ich habe jetzt extra mal die Position geändert, weil ich spiele ja immer da in der Mitte. Und als Russe läuft es doch ganz gut, oder? Artilleriestellung, Infanterie. Ich kann den kleinen halten. Einer von euch, Heiko, gehst du Luftwaffe? Oh ja, und, ich gehe, Ja, ich baue auch 8 Achten. Ja genau. Ich weiß nicht, soll ich mit Nico pushen? Weil denk halt dran, dass du, dass deine Panzer scheiße sind, 1939. Ja, ja. Ah, verdammt, du könntest auch noch auf Infanterie, ja perfekt. Hab ich schon, ich hab Panzer drin. Gut. Okay, ich soll vielleicht auch noch eine Kaserne bauen. Lass erst mal den Briten ein bisschen in Ruhe, ne? Weil ich glaube, der USA-Spieler hat mehr Probleme, wenn ich da jetzt mit Artillerie und KV-1 komme. Simon, ich weiß, bei dir bist du mitunter der wichtigste Spieler, aber wäre es irgendwie möglich, dass du mir einen Aufklärer schickst? Sonst muss ich extra eine Kaserne bauen, deswegen. Ja, mache ich ja schon. Achso, sehr gut. Ja, ist ja doch schon eine Kaserne. Wunderbar. So, ich mache noch eine 8-8 dazu. Ich würde hier irgendwas sehen. Dann hauen wir erstmal hier hinten einen Aufklärer hin. Ohne Aufklärer spielen ist immer so eklig. Ja. Ah, da. Ich hab den Deutschen auf meiner Seite. Und er hat Luft. Gut, ich auch. Ja, das ist der Brite. Oder nein? Nein, das war der Stucker. Doppelt er dann. Das ist ja gut, dass wir Luft haben. Ah, da. Na, ja, ich hab schon ein bisschen was gebaut, einfach so. Ah, er hat auch noch der Ramise. Wobei ich jetzt am Anfang wahrscheinlich damit beschäftigt sein werde, die feindlichen Willis auszuschalten. Oh, das fand ich jetzt nicht mit Funny. Warte mal, meine Aufklärer aufgemoxt. Brauchst du zwei. Ich brauch drei im Wald, ja, aber meine 8-8 kommt gleich. Genauso wie bei dir in der Einheit, wunderbar. Nee, das ist eine Artillerie, weil der eine das Nachschubdepot vorne gebaut hat. Jetzt, aber ich werde sie mir jetzt einfach wegbomben. So, das Gute ist ja, dass meine Flieger relativ schnell wieder verfügbar sind hier. Der Brite auf Panzer. Geht der Brite auf Panzer? Ja. Das kann echt sein, weil der hat jetzt eine schwere Einheit gebaut. Also ich glaube, dass es eine Matilda ist. Das wäre schön. Also Matildas an sich sind ja nicht schlecht, so ist ja nicht, aber das Gute ist halt, wenn man Matildas baut, braucht man im Regelfall nichts anderes. Die Briten können halt definitiv Böseres bauen als Matildas. So, gut, du rückst da ja gerade relativ gut vor, da kann er recht wenig gegen machen. Einfach das Nachschubdepot da jetzt. Dann schicke ich mal meine Luftwaffe rüber zu Nico. Du brauchst mal bitte gleich einen neuen Aufklärer. Ja, ich bin schon dabei, die ganze Zeit nicht zu. Ein Bomber macht noch nichts. Ein Bomber. Außer gegen die Infanterie zum Fliehen. Ja, aber die bringt wenn nur zum Fliehen. Dann ist die. Gut, wobei, es ist schon eine Fake-Einheit. Da kommt das sind dann, alles da, Fake. Da ist ein Flugfeld von den Army. Ja, das sind. Ah, wieso sind die jetzt auf die Fake-Einheiten? Hier ist ein Flugfeld von dem. Na, wobei. Ja, verdammt. Ja, da wusste ich, das sind Fake-Objekte, aber. Okay, die Panzerschutzstellung kannst du, denke ich, mal ausschalten. Ja, ich habe eine Artillerie. Also, ich brauche auch mal ein bisschen Luft dafür zusätzlich noch. Ja, ich habe schon ein bisschen was gebaut. Und den einen Jagdflieger schicke ich mal darüber, dass da nicht noch mehr Bomber kommen. Eklig halt an dem Panzerschutzstellung der Amis, die halten relativ viel aus und so. Sind auch recht stark. Boah, wie er jetzt meine. Ah, gut. Die ist echt die Stucker. Nein, ich hab doch extra die Stucker ausgewählt. Achso, der Schleier, verdammt. Ich will die Stücke aus und er greift trotzdem noch die Fake-Einheit an. Ja. Vielleicht automatisch. Ist halt scheiße, wenn mein Flugfeld so weit weg ist. Bedeutet, wenn ich so Fake-Einheiten anvisieren, dann ist halt echt nervig. Richtig gut wäre es mal, wenn du. Scheiße, ich war zu spät dran. Du darfst niemals so Gebäude einfach bauen, wenn der Feind Luftwaffe hat. Du schießt zu 100% ab. Da hättest du unbedingt. Ah ja, du hättest mich unbedingt Ding ausschalten, du brauchst unbedingt Luftabwehr, dass ich die Fake-Einheiten leichter gespottet bekomme. Na, scheiße, meine Luftwaffe greift die ganze Zeit die Drecks-Fake-Einheiten an, ich kann nichts dagegen machen.
dass sie gegen Gia. Pass mal auf, die AM88er. Ja, ja. Ja, was, warum ziehst du die Kaffaust ab? Ich dachte, die bleiben da stehen. Nein, ich hab den einen nur ein bisschen weiter nach hinten bewegt wegen dem Eis. Ich kann dir jetzt auch helfen gegen die, ja, okay. Lies gleich. Ich baue gerade gleich mal zwei Stück aus. Also ich kann dir da rechts dann helfen, in dem Moment, wo du mindestens eine Luftabwehreinheit hast. Davor ja. Nicht. Sonst verliere ich die ganze Zeit nur. Also ich verliere meine Flieger nicht, aber sie verlieren halt ihre Munition. Ich weiß, was der gebaut hat. Der hat Vickers gebaut. Weil er gedacht hat, ich komme mit Inf. Ja gut, das macht sogar Sinn. Ja klar. Ach, ich habe eine 8-8, fällt mir ja gerade ein. Ja, du musst mal schießen, ne? Ja, die schießen halt. Nur wenn der Feind in Reichweite ist, schießt schon. Gut, nur die GIs sind in dem Fall dann halt gefährlich. Ja. Schick dann halt mal da meine Luftwaffe drauf, gell? Ja, auf jeden Fall das rechts, wie erwähnt, ich kann die da rechts deine Infanterie nicht retten. Jetzt zieh sie zurück, lass dir einfach mal. Pass auf, da ist ein bisschen Luftabwehr. Ja, aber ich schicke jetzt ein paar mehr Flieger. Passt schon, lass ihn ruhig zurückziehen. Beziehungsweise, lass ich mal hier stehen. Ja, wäre ganz gut, wenn du die GIs da ausstellst, bevor die meine 8-8 erreichen. Ja. Danke. Gut, dann rücke ich jetzt mal mit meiner 8-8 vor, weil da genau. Kannst du mit dem Rest, was ich hier so habe, Panzerstellung nichts gegen machen. Das bedeutet, dass da links ist ganz gut organisiert. Jetzt bräuchte ich da rechts bitte. Eine 8-8 wäre jetzt nicht mehr so effizient. Nein, Luftabwehr wäre besser, weil die 8-8 braucht so lange zum Schießen. Macht kaum Spaß. Ich schon gerade so raus. Und vor allem kann die 8-8 weggesnackt werden. Also 8-8 meistens eher als letztes bauen. Nicht als erstes. Okay, der Gegner baut Priests, sobald das Ding, gut, aber sobald die Panzerschutzstellung weg ist, also noch eine Salve, dann kannst du ja schlicht und ergreifend schnell mit KVs durchrücken. Okay, und wenn du dann die Luftabwehr von dieser Tasche dann... Artillerie. Ja, das dachte ich mir. Aber jetzt, dann gib's halt einfach auf, warte einfach den Wald davon, du musst ja nicht unbedingt halten. Da muss ganz dringend Aufklärung, du siehst nichts, pass auf. Und den Aufklärer so positionieren, dass ihn meine Luftwaffe sichern kann. Also okay, am besten der Bunker ist tot. Irgendwo hier, dann rück du durch. Achtung, ja, ich schick mal hier noch meine Luftwaffe hin. Ich baue auch mal noch Nachschub, die Post fällt mir gerade ein. Ich habe nur eins gebaut am Anfang. Wäre gut, wenn du. Gut, du rückst schon durch, weil sonst verliere ich eine 8-8. Ist ja nicht so cool. Ja, pass auf, der schießt mich mit der Dinger. Ja, ich weiß. Mit dem Priest. Ja, jetzt kommt er wahrscheinlich rein. Ja. Ja, aber genau. Da sehe ich jetzt was Fake schon was nicht und ich habe meine Luftwaffe schon hier. Ja, aber das ist teuer für die. Ja, das war jetzt gerade. Der Angriff hat sich für ihn nicht gelohnt. Vor allem haben die jetzt schon drei Nachschub. Ich versuche meine Flak einfach zu bewegen, da trifft er sie weniger. Ja, okay, jetzt fliegt sie. Ja, so ganz. Ich gebe dir da mal einen Pfanner und einen Blitz, gell? Blitz wäre besser. Ich gebe dir beides, ich habe Lichten ohne Ende. Und jetzt rück schnell durch, da wird er wahrscheinlich nochmal eine 90er eine Panzerschutzstellung bauen. Ah, ich hab doch jetzt. Oh, verdammt, das ist das, wenn die Flieger einfach nicht machen, was sie sollen. Du sollst jetzt nicht den Flieger angreifen, was sind. Weißt du, ich gebe dem Flieger den Befehl, diesen Pionier anzugreifen und er greift trotzdem noch den Flieger an, der dran vorbei ist. Strakis lohnen sich in dem Fall sogar noch. Ja, die KVs machen ja auch Damage schon was. So, ein Flieger von. Nein, weil der Gegner GIs gebaut hat, deswegen meine ich. So. Ja, der Feind hat er übrigens. Achso, ja gut, dann sowieso. Ja. Da legst du mal auf jeden Fall durch. Jetzt müssen wir noch warten bis 42, weil da können wir. Ja, okay, du hast die Stadt in der Mitte schon gesichert. Normalerweise gibt es ja ein Riesengefecht meistens drum. Ja. So, ich versuche jetzt mal so einen Vorteil auszubauen, indem ich ein bisschen. Nachschubdepot baue, genau. Nachschubdepot baue. Ja, aber der Gegner baut. Ja, da fand jetzt noch eine jetzt. Dämliche aber Luftabwehr, die da steht und ich kann nichts dagegen machen, weil ich hab nichts, was ich dagegen machen kann. Ich müsste die halt aufklären und einen Spion dafür reinzusetzen, wegen einer Luftabwehr schon ein bisschen unbekannt. Da ist das Flugfeld von Danke. Dem. Hast du Artillerie? Ich hab keine. Ja, wir haben Pushgas. Ich gebe die gleiche Luftunterstützung, gell? Die Bofors ist gleich weg. Ach ja, ich lass mal die 8-8 stehen. Achtung, lass mal den Luftabwehr stehen. Schick auch mal meine eigene ein bisschen nach. Achso, ja, die kommt ja schon. Perfekt. Gut, jetzt schicke ich da noch Luftunterstützung. Da kann er nicht mehr einfach so reinfliegen. Wie es ihm gerade beliebt. Mit der Stuka schalte ich mal den Willi aus. Dann sieht er uns auch nicht mehr so gut. Ja, die Außenposten sind ja egal, weil
Die machen ja, bei mir keinen Schaden gegen den Panzer. Okay. Ja, er marschiert gegen mich. 15 Grenadiere. Wir müssen aber ganz schön verzweifelt sein, wenn sie 15 Grenadiere bauen. Ich baue jetzt mal keine Bomber. Nee, das lohnt sich nicht. Nee, weil er da drüben halt so viel Infanterie hat. Ja, aber du musst da rechts einfach nur halten. Also wenn du dann nicht stirbst, dann haben wir schon mal einen Vorteil, weil die Gegner links sind gleich tot. Jetzt einfach nur noch zu sterben habe ich jetzt nicht vor. Das ist gut. Ich schicke dir auch mal die Luftunterstützung, weil die brauchst du jetzt hier nicht mehr. Ja. Nicht über die feindliche Luftabwehr, sondern hinten rum. Er greift mich von hinten an. Jo. Ich schütze deine Base. Gut, das machen wir jetzt mal ganz koordiniert. Ich mach einfach mal ein paar Netz rein. So, den vordersten auf. Oh, ich hasse es in Rouge. Die Luftwaffe in Rouge. Die Steuerung ist katastrophal manchmal. Das sieht ganz gut aus jetzt. So. Okay, ich baue jetzt auch mal. Hast du da eine 8? Ja, gut. Eine 8-8. Ja. Bau mal ein zweites Flugfeld, bis da jetzt eine Panzerbasis gebaut habe. Sonst 42 wird das Match wahrscheinlich eh rum. Na, das ist eh schon davor. Um. Geben eh gleich auf. Ja, du fährst jetzt einmal hinten rum mit. Ja, KV aus. Er hat da zwei Flugfelder vollstehen, ne? Ja, ja. Ich ärgere den mal und schieße mit der 1-8. Ey, du kannst, wenn du mit der Pushka kannst du auf das Flugfeld schießen. Ja, das hatte ich gerade schon vor. Gut, gut, gut. Und dann. Richtig eklig noch. Weil der halt auch so viele Flieger da jetzt drauf hat. Hm. Na, schön, wunderbar. Boah, das wird eklig. Hm. Sehen, ob er es merkt. Ja, selbst wenn er es merkt. Ja, jetzt ist zu spät. Ja, der macht nicht mal schnell statt. Zwei Flieger verliert er mindestens. Ja, wobei, nee, die trifft nicht. Die trifft nicht. Er fliegt raus. Aber ich kann es aufklären gleich nochmal. Dann wollen wir mal rausfliegen. Ja, er fliegt raus. Wahrscheinlich hat er gerage quittet oder so. Ja, Stecker. Ich kenne halt echt Leute, die ziehen wirklich den Stecker, nur um nicht zugeben zu müssen, dass sie verloren haben. Das war, sind halt gerade meistens die Leute mit 1000 Spielstunden oder so, deswegen hasse ich die auch so sehr. Ja, das hat überschreitet in meinem Spiel. Ich habe mich neulich auch mal richtig verkalkuliert. Aber das zählt ja dann nicht zur Sieges- und Verluststrate. Wie viel Artillerie hat das? Das sind dann die Leute, die sich so unendlich drauf feiern, boah, ich habe 20 Mal hintereinander gewonnen und dann denken, deswegen wächst ihr primäres Geschlechtsorgan um 10 cm. Damit haben sie einfach nur bei der Hälfte aller Spiele den Stecker gezogen. Ja, da hast du noch was getroffen da. Mir ist das eh egal, ich meine, ich habe eh schon Level 100. Auch diese komischen Resetter, Leute, ich verstehe die einfach nicht. Ja, vielleicht wollen sie halt, keine Ahnung. Das kann ich noch verstehen, dass sie quasi... Ich jetzt mal die ganze Luftwaffe von dir. Stimmt, denn der hat keine Luftabwehr mehr, gell? Genau. Die sind alle schon weg. Nur noch ein paar Jäger. Wird jetzt nur noch von der Zeit irgendwelchen Leuten angegriffen. Jojo, kommt alles, kommt alles. Boah, bauen wir mal richtige Verteidigung. Ja, ich vergesse es immer, dass die feindliche Luftabwehr weg ist. Ich schicke dir auch jetzt mal noch mehr von meiner Luftwaffe. Ja, das wird langsam aber auch richtig nötig, weil... Komm schon, vor 42 schaffen wir das noch. So, ich hau ihm jetzt noch... Spätestens 42 ist der Gegner tot. Offensive rein. Oh, dann machen wir mal... Sagen wir mal, gute Nacht, oder? Tschüss. So, ja, gut, ein Flieger... Vor allem, er wird jetzt... Der eine Flieger, der rein ist, keine Ahnung. Versuch mal das Ding zu snipen. Jo, das mache ich mit meinen Jagdbomben, die ich mitgeschickt habe. So, feindliche Luftwaffe ist tot. Hab nicht einen Flieger verloren. Wollte es nochmal erwähnt haben. Na schön. Wobei, jetzt verliere ich wahrscheinlich einen. Ja, jetzt verliere ich eine Mähe. Pushkas ein bisschen auffächern. Vor allem das, was halt überlebt hat, wird jetzt gleich von der Pushka, hoffe ich, doch zerlegt. Da kann ich nicht so weit fahren. Genau, ja, die schießen, ich hab, Ja, Mann, das ist der Moment, wo der Panzer 3 gleich Spaß hat. Hm? Achtung, nicht zu nah am Wald bleiben, genau, da muss ich jetzt... Ich gebe dir da mal einen Blitz drauf, dass du dich schneller bewegen kannst. Aber bleib in Reichweite. Und jetzt macht die Grenadiere tot. Und die zieh die 8-8 mit, da kannst du nämlich die feindlichen Panzer 3 ausschalten. Na, die kommen ja so oder so. Der hat auch eine 8-8, ne? Achso, ja, okay. Falls ihr meint, ihr müsst hier noch Tiger spammen, ich baue dann gleich auch mal
ein paar Stummer Wegs, wenn es 42 wird. Ja, danach abschießt. Ja, den Gegner kriegen wir gleich tot. Okay, schon tot oder so. Ja. Luftabwehr wieder nach vorne ziehen und dann... Los. Ja, man, die Luftabwehr mit dem letzten Schuss noch einen von ihm erledigt. Ja, hat nichts mehr. Naja. Naja, echt so. Gut, die drei Wickers, die haben noch ein bisschen, die haben noch nicht ein was auf den Flug Schuss für. Abgeschossen, ne? Ja, die haben sich auf jeden Fall gelohnt. Aber, man, 39 würde ich noch nicht mal in den Streiky-Push, lohnt sich ja überhaupt nicht. So. Ball 1. Neue Panzer. Fallschmäger. Machen wir mal. Ich schau die direkt mal 10 Tiger raus. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, ja. Also ich hoffe, in der ganzen Zeit einfach mal, weil wenn er würde jetzt wahrscheinlich auch. Oder du kannst Infanterie-Counters spammen, weil deine jetzige Infanterie ist doppelt so gut. Genau. Am Bein ist mach. Mach bitte nicht die Kaserne kaputt. Nimm die jetzt ein. Vielleicht kann sie eh nicht kaputt machen, ich habe keine Pumpe. Ja, mit der Flak. Geht das? Ja, natürlich geht ja, das. Ja, natürlich geht das. Dauert eine Weile. Dauert. Zieh dich ein bisschen zurück, da kommt richtig viel Flak. Naja, bin gerade dabei. Ja, ich bin. Ich baue mal einen P8. Ach so, so viele Flak sind von der Seite ja, reinzufliegen in die 23 Grenadiere, ne? Ja, Mann. Und mach gleich mal einen Inf-Push von Bardia, ne? Da stellst du die Kaserne eingenommen, dann könntest du ja vielleicht einen Aufklärer bauen. Einen Aufklärer bauen und die ganze Luftabwehr da mal rausjagen. Mache schon. Komm auch von der Seite. Warte kurz, ich komme mit einem Bomber von der Seite. So, ich habe 10 Jagdflieger. Mit dem beschützen wir jetzt mal meine falsche Mega hier drüben. Schau dir mal diesen P8-Bomber an, wie langsam er einfach ist. Ja, das stimmt. Ich hab hoffentlich nicht... Ah, nee, hab ich nicht. Perfekt. Das ist der Moment, wenn man... Gut, hier zu kämpfen ist theoretisch dumm, weil jetzt fliegen meine Einheiten über der feindlichen Luftabwehr zurück, aber das ist egal, weil wir eh schon gewonnen haben, da kann man mal ein bisschen Spaß haben. Jawohl. So. Er verliert gerade den Tiger gegen... Lol, er hat gerade den Tiger gegen einen Quadier verloren. Egal, der Bomber hat sich gelohnt. So, und die Aktion wird jetzt auch witzig. Ich baue jetzt einfach Fallschirmjäger in seinem Rücken, um damit Infanterie seine Basis von hinten zu stürmen. Ja, das geht. Ich habe keine Nachschubdepots mehr. Fällt mir gerade auf. Egal. Doch, wir haben sogar noch 2, die wir einnehmen können. Ja gut, aber... Echt, haben wir? Meines ja, ich habe alle gebaut. Ja, eingenommen, hier. Ich hab gerade einen. Und so, außerdem, ja, Heiko. Ja. Schau mal, ganz hinter deiner Basis ist sogar noch eins. Ja, bei mir auch, habe ich doch gerade erst gesehen. Das hat keiner gesehen. Das ist gerade nie... Das ist gerade eben nicht passiert. Geh auf die 8-8er hier. Ich bin gerade dabei, auch zu der 8-8 zu gehen. Er will aber auch nicht aufgeben, ne? Das ist doch schön. Ja, und ich kann Tiger bauen. Und das ist agogisch, meins. Ja. Sorry. Ja, ich hab die anderen. Ich wurde auch noch fast erobert. Ich hab mich so schlecht gefühlt, weil ich dem Gefecht zu wenig gemacht hab. Ich kann mal die Meinst Flieger du, da hinten abschießen. Gemacht? Ich hab am wenigsten von uns gemacht. Ey, du hast aber überlebt, okay? Und da bin ich bei meinem Mitspieler meistens schon recht froh drin. Ja. Echt so. Überleben ist manchmal wichtiger als irgendwas. Ja, gerade wenn man halt unterlegen ist oder so. Da, allein die Tatsache, dass man da ist und auch irgendwie einkommen und Listen generiert und dem Feind keine Basis schenkt. Ist dann eigentlich schon recht gut. Ich habe übrigens Tiger gebaut. Und dass man halt den Sektor sichert. Ja, eben. Das ist halt auch das Wichtige. Ich meine, gerade wenn ich manchmal meine zwei, also wenn dann mehrere Gegner mich auf einmal angreifen, was ja gerade bei Livestreams das öfter mal vorkommt, bin ich einfach schon froh, wenn ich überlebe. Also von dem her. Verluste. Ja.
Was? Ich hatte am wenigsten Verluste? Ja gut, ich hatte am meisten, das ist aber auch klar. Was? Nein. Ich hatte genauso viel wie der... nee, ich hatte Verluste nicht am meisten. Verluste hatte echt die meisten. Ja, okay, gut, du musstest ja auch einfach nur überleben. Ja, aber immerhin hatte ich ein paar Fracks, ich dachte, ich hätte weniger. Einkünfte war ich dafür, dass ich ein Nachschubdepot vergessen habe, gar nicht mal so schlecht. Ich hab zwei Nachschubdepots vergessen. Ja, gut. Naja, gut, dann war es das jetzt auch soweit von mir. Janik, wir sind gerade in der Aufnahme, aber wir sind gleich fertig. Ich hoffe, das Part euch gefallen hat und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao.